La 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 la. Ich setze wieder meine Dingsbums hier auf. Ich glaube, ich bin mal ein bisschen zu groß, oder? Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Ich muss ja nicht direkt alles hier einnehmen, oder? Verdammt nochmal. So, Freunde, wir haben ja verkackt Hasch versucht. Also, wir haben nicht geschafft, mit Lilith Hasch zu besiegen. Und deswegen müssen wir heute wenigstens den Greed-Mode schaffen. Und hoffentlich bekommen wir viele Münzen, die wir in den Automaten spenden können. Weil wir müssen den Automaten auch auf 999 Münzen bringen. Und das ist... Wie soll ich sagen? Verdammt viel? Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Oh, das ist gut. Wir haben hier eine goldene Kiste, die versteckt ist. Warte mal. Was ist das? Ansus Vision. Jetzt sehen wir den Geheimraum. Nein, sehen wir nicht. Sind hier vielleicht Münzen drin? Nein. Alter, ich werde sowas von den Greed Mode schaffen, Mann. Sowas von. Bam. Lass das Buch rein. Ich muss mir unbedingt eine Cappy anziehen, oder? Weil irgendwie sieht es komisch aus, dass meine Haare so leicht transparent sind. Auf jeden Fall sehr hängerig, aber hey, machen wir es so. Vielleicht lag es auch an den Haaren, dass ich keine Mütze an hatte, weißt du? Dass wir gestorben sind. Ja, das ist meine Theorie. Ich glaube, das ist auch ein Hinweis von Edmund gewesen. Stop digging, start living. Das hat irgendwas mit meiner Mütze zu tun, Leute. Oh Gott! 109, wahrscheinlich habe ich 109 Haare auf dem Kopf, wenn ich die Mütze aufhabe, weißt du? Dann sieht man genau 109 Haare. Ja. Jetzt sieht man viel zu viel. Jetzt sieht man so um die 110 Haare. Okay. Auf Wiedersehen. Next up, please. Ich hoffe, wir kriegen was richtig Gutes. Ich möchte auch einen Trick versuchen, und zwar mich selbst umbringen. Also wäre es cool, wenn wir gleich... Okay, der Trick klingt jetzt sehr eigenartig mit mich selbst umbringen, aber ich meine damit... die Greed-Maschine. Also ich habe ja in meinem Speedrun Isaac durchzuspielen innerhalb von 24 Stunden, den ich nicht geschafft habe. Ich habe ja 27 Stunden gebraucht und dann haben mir noch 10 Items gefehlt, aber ich musste es unterbrechen, weil es mir schlecht ging. Da habe ich ja innerhalb von den 10 Minuten schon die Maschine auf 999 Münzen gebracht. Ganz simpel mit dem Trick, den viele andere auch kennen. Und zwar donaten, also das Spiel kurz, also im Shop beenden, dann starten, dann spenden, so viel halt wie es geht und dann sich selbst umbringen. Ja, das funktioniert, Leute. Das funktioniert. Ich schwöre. So. So much money. Ich hoffe, wir kriegen den Keeper. Den Kopf vom Keeper. Das wäre sexy. Okay. Und zuerst nehmen wir aber mal das hier mit. Und das hier. Ah, Bloodclot. Claude. Oder wie es auch ausgesprochen wird. Nice. I like it. Ich liebe diesen Scheiß. So, komm her. Besiegen wir noch den Boss für den Devil Deal. Mal schauen, was wir dort bekommen. Wir haben leider keine blauen oder schwarzen Herzchen. Oh. Das hat gesessen, Mann. Pin, das hat gesessen. Oh. Nicht sterben, sonst ziehe ich gleich eine Mütze an. Ich ziehe gleich eine Mütze an, Mann. Okay. Das ist interessant. Zwei Gappy-Items. Das ist sehr interessant. Nehme ich mit, weil ich ein verrückter Typ bin. Hier liegt keine Bombe, ne? Hm. Gut, dann lass uns mal für die nächste Ebene einen Schlüssel mitnehmen. Und hoffen, dass im Itemraum etwas Erotisches ist. Was Sexuelles, ne? Sagt man doch. Hm. Ich will zu den coolen Kids gehören, verdammt nochmal. Ich will sexuelle Sachen. Oder so. Okay. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Gut. Ja, das ist sehr sexuell. Ah, das ist schon besser. Growth Hormones. Haben wir hier blaue Herzchen? Yes. Jesus Juice. Mm. Die Spider-Mod, die ist cool, Leute. Die ist richtig cool. Die Spider-Mod zeigt dir nämlich an, wie viel Schaden man macht und so. Die hole ich mir gleich. Aber erst das hier. Und das hier zur Sicherheit. Und die Spider-Mod hole ich mir gleich. Warte. Die ist ziemlich cool. Die ist ziemlich cool. So können wir sehen, wie viel Damage wir machen. Die Spider-Mod ist dran angelehnt an die Spider-Mod vom alten Isaac. Da gab es ja so eine Spider-Mod. Die hat auch neue Items hinzugefügt. Die hat angezeigt, wie viel Damage du machst, wie viel Leben die Gegner haben. Und jetzt ist das hier im Afterbirth eine kleine süße Spinne, die alles analysiert und dir sagt, wie viel Schaden du machst. Ziemlich cool eigentlich. Das Buch öfters einsetzen bringt übrigens nichts. Aber wirst du... Das heißt, bleibst du genauso stark. Oh Mann, ich liebe diesen blöden Splash-Damage. Okay. Gut, lass mal direkt auch noch hier weitermachen, oder? Komm, zack. Holen wir uns gleich den Schüssel. Nice. Oh, fuck. Wieso bin ich ausgewichen? Weil ich dachte, in der Mitte bin ich safe.
Ich hab nicht nachgedacht. Das ist bitter, das ist bitter. Fuck. Ich muss mir eben noch ein blaues Herzchen holen. Tut mir leid. Das und dann gleichzeitig das hier noch. Und Jesus Juice können wir uns auch gönnen. Eine Bombe wäre mal nicht schlecht. Guck mal, jetzt sehen wir, wie viel Leben die haben und wie viel Damage wir machen. 56, ich habe da eine 112 gesehen. Wer bietet mehr? 56. Wo kam die 112 her? 112 machen wir. Vielleicht will die aufplatzen. Sehr schön. Sehr gut. Leider keine Kohle bekommen. Das ist schade, das ist traurig. Aber vielleicht finden wir die noch, ne? Irgendwie im Dingenskirchen. Im Shop hier. Oh, Bomben. Sehr schön. Ich will diese hier sprengen. Vielleicht geben die uns den Kopf vom Keeper. Nein, aber nur Geld. Okay, ist auch okay, ist auch okay. Gut. Gibt er uns etwas, wenn ich direkt an ihm... Nein? Gut. Dann will ich auch nichts mehr haben. Sehr schön. Viele Leute im Stream, wenn die das sehen, denken sich, boah, welche Mod benutzt du? Egal, wer diese Spider-Mod hat. Jeder Feuer kann ja auch den Link zu dieser Mod haben und aber es ist die Spider-Mod. Ja, gib die Spider-Mod. Nein, die ist kostenlos hier im Spiel. Wir haben hier Pageant Boy. Nice. Luck up. Perfecto, Matico. Und hier haben wir das Dead Eye. Das ist auch interessant. Ich würde es gerne einfach mitnehmen, weißt du, um neue Items zu testen, sowas die machen. Das Dead Eye finde ich aber nicht so gut tatsächlich. Es spawnt, also du schießt und irgendwann spawnt da so ein kleines Auge, das durch die Gegend fliegt und für dich auch noch ein bisschen tötet. Klingt epischer. Alter, was mache ich da? Bin ich... Okay, immerhin. Was mache ich da? Irgendwas habe ich da falsch getimt, verdammt nochmal. Ich habe da etwas sehr dramatisch falsch getimt. Ich möchte hier nicht abkratzen. Okay, wir kommen als Blue Baby wieder. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ganz ehrlich. Okay, let's go. Lass mal wegklatschen hier, die Fledermäuse. Ihr möchtet gern Batmans. Ihr seid aber viel zu Batman. Leute, ich bin richtig wortgewandt. Okay. Ach, der Greed-Modus ist geil, Mann. Der macht richtig viel Spaß. So. Okay. Ich hoffe, keine Superform, die uns jetzt one-hittet. Das wäre ein bisschen doof. Also, wie gesagt, wir können Dead Eye und alles mitnehmen. Einfach nur, damit wir mal neue Items haben und die mal sehen, so was sie machen. So. Okay. So. Gut, ich würde sagen, wir machen auch direkt den Boss, würde ich mal sagen. Oh, der ist gefährlich. Den mag ich überhaupt nicht, Mann. Ich mag den sowas von nicht. Oh Gott, weil er in einem spawnt. Das ist so eine Nervensäge. Das glaubt ihr gar nicht. So eine Nervensäge. Mit der Lost ist das, weißt du, Todesurteil Nummer 1, ey. Der Typ. Mit der Lost ist das Todesurteil Nummer 1. Na? Ja, wieso halten die so viel aus, Mann? Fuck, ich wurde getroffen. Weil ich deren Tränen nicht sehe. Weil zu viel los ist hier. Ausreden. Wow, okay. Mann, ich wusste nicht, ob das Loki's Horn, Loki's Tränen sind oder meine. Verdammt nochmal. Okay. Ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter hier und versuchen... Und versuchen was. Versuchen ist immer gut. Okay. Baby. Und Devil Deal. Nichts Besonderes. Okay. Okay, dann halt nicht. So, pass auf. Wir nehmen jetzt mal das Evil Eye mit. Ach, heißt ja Evil Eye. Continuum. Ja, Mann. Lass knacken. I love Continuum. So, ich schieße jetzt mal eine ganze Zeit lang. Und irgendwann muss der, jetzt sieht man es natürlich optisch nicht, aber gleich kommt da irgendwie so ein Auge rausgeplopst. Gleich. Was er die 12 macht, ich glaube, der reroad Steine. Ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ein Gegner. Oh nein. Irgendwie kommt das Auge auch nicht raus. Vielleicht brauche ich mehr Luck ab. Was hier drin? Komm, ich riskiere. Infested, okay. Boss of Steel. Und wieder infested. Spawnt eine Spinne. Okay. Na gut, lass uns weitergehen. Let's go, nächste Ebene.
Und dann in die Donation-Maschine irgendwie spenden, ne? Wir müssen das mal testen hier mit Alter 4 und dann sterben. Ist natürlich blöd, dass wir jetzt Ank haben und so den ganzen Scheiß. Vielleicht testen wir das auch in einem anderen Run. Okay, komm her. So. Manchmal treffe ich auch beide nicht, ey. Oh yes, da ist er. Der spawnt voll auf, Mann. Head of the Keeper. Penny Tears. Nice, jetzt kriegen wir noch mehr Kohle. Guck mal, wir schießen mit Geld. Sehen aus wie Tabletten, eher gesagt. Wieso sind die weiß, verdammt nochmal? So. Wenn das Evil Eye etwas macht, werde ich schon kreischen und sagen, guckt hin, guckt hin, guckt hin. Aber irgendwie, da war es gerade. Aber wieder weg. Hä? Irgendwie verschwindet das Evil Eye. Immer wieder. Da ist es wieder. Und da schießt es. Voll eigenartig. Ah, Buch einsetzen vielleicht, ne? So. Ich mag den neuen Sound. Das ist ja der gleiche Sound, den auch die Nagelmaschine macht. Oh, da hat uns hier Gimpy gerettet, wieder mal. Unser kleines, süßes Püppchen gerettet. Junge, das sieht irgendwie eigenartig aus, der ganze Boden. Warum ist das verbunt? Verbunt und fröhlich. Kann ich nichts anfangen. Okay. Die Spider-Mod analysiert immer noch alles. Oh Gott. Oh Gott. So, sehr schön. Also Leute, kann ich euch nur empfehlen, im Greed-Mode die Dinger zu sprengen. Entweder Steam Sale oder hier den Head of the Keeper. Beides natürlich sexy as fuck. Okay. Holen wir uns jetzt mal erstmal... Achso, ich war gar nicht im Raum da drin, ne? In dem hier unten. Godhead! Als ob, Mann! Wieso spawnt Godhead in einem Itemraum? Junge, totale Vernichtung jetzt hier. Als ob. Was macht das hier? Macht das Tears Up? Range und Tears Up, gefällt mir. Ist ein schönes Item und dann auch noch die Sachen hier dazu. Wow. Leute, Godhead. Ist aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist keine Besonderheit mehr hier, Godhead zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich alles sprengen kann. Lassen wir das mal. Na komm, bekämpfen wir mal alle. Let's go, wir haben Tränenhead hier. Jetzt noch Midas Touch, Leute, weil dann können wir Greed richtig schnell töten. Ich zeig euch wie. Junge. Junge, der kriegt keinen Schaden, Minus. Halt es ihn oder was? Wir machen Minus-Schaden. So, komm, weiter geht's. Na, wer ist hier? Oh, zwei von denen. Ihr seid ja witzig. Ah, erster weg und der zweite sagt. Bye, bye. Noch nicht ganz, aber jetzt vielleicht. Ja. Sehr schön. Und Abaddon in my face. Gott, dieser Run ist super. Okay. Wir könnten jetzt rerollen, sprengen und rerollen, aber dann haben wir mehr Chancen auf Breakfast so und so zu bekommen. Das ist kacke. Chaos können wir auch mitnehmen. Einfach mal just for the lulz. Dann bekommen wir überall irgendwelche Items. Gut, danke. Oh, guck mal, der sprengt ihn sogar für mich, danke. Oh, leider bekommen wir nichts. Gut. Tamiset, ja, sehr interessant, aber brauchen wir nicht. Ah, das ist kacke. Komm, wir sprengen mal jetzt. Ja, super, hey, Continuum. An Steven, können wir mal mitnehmen. Warum nicht? Was ist das denn? Eigenartig, das Trinket kenne ich gar nicht, Mann. Okay, Leute. Dann lass mal knacken jetzt. Mal gucken, was wir sonst so bekommen. Vielleicht gleich noch Sacred Heart im unteren Itemraum. Leck mich fern. Midas Touch will ich haben. Midas Touch. Give me Midas Touch. Was hier? Cricket Set. Warum nicht, ne? Easy going. Oh, so ein geiler Run. Das ist so ein geiler Run. Alter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder? Seht ihr das? Nehme ich auf. Muss ich mal zweimal überprüfen. Das ist eine gute Entschädigung für... für den heutigen verkackten Hush-Run. So. Okay. Aber finde ich gut, dass wir es nicht immer schaffen, weißt du? Da, so haben wir dann wenigstens auch ein Ziel, weißt du? Das, wo wir auch versagen. Nicht nur Winstreaks. Ja, für den Devil-Deal vielleicht, ne? Ganz nett. So. Was ist hier drin? Bämpchen, perfekto. So, komm, noch mehr Münzen. Die sterben zu schnell, habe ich das Gefühl.
Hey, hey, Dry Baby, wo kommst du denn her? Doch, die droppt noch ein bisschen Kohle. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Yeah. Komm, noch mehr Luck ab, dann kriegen wir vielleicht noch mehr Münzen gedroppt. Oh, leider haben wir hier nichts. Hm. Ansonsten hier können wir mal sprengen für... Na, sag schon. Steam Sale? Nein. Okay. Lass mich hier noch einmal sprengen. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Kohle raus. Rerollen den Schüssel mal. Ich brauche Humble Bundle, Mann. Da kriegen wir alles doppelt gedroppt. Das wäre nice. Ich hole mir mal einen Schlüssel für die nächste Ebene. Ach, fuck. Gibt's auf der nächsten Ebene überhaupt? Na, ich glaube, da gibt's gar keinen. Ich glaube, jetzt kommt auch hier. Ja, die Chest. Das sind keine Itemräume. Nein! Jetzt habe ich meinen Schlüssel einfach so mit. Und ich brauche irgendwie ganz viele Bomben, mit denen ich mich irgendwie umbringen kann. Ja, wir müssen das mal in anderem Mal testen. Das mit dem Speichern und Sterben und Wiederkommen. Okay. 9 Leben. Ja, lass mal mitnehmen. Why not, sind wir jetzt noch Guppy. Jetzt noch. Ey, wenn wir jetzt mit das Touch bekommen, fresse ich ein Wesen. Komm schon, bitte drum, ich bitte drum. Wenn nicht, dann können wir ihn leider nicht one-hitten. Na, komm, die Spielverderber müssen wir noch warten. Sehr gut. Das ist wissen. So. Perfekt. So viele Herzen, die wir hier gespawnt bekommen. Wieso eigentlich? Was gibt denn so viele Herzen? Mama mia. Okay. Gut. Ja, lass mal rerollen, oder? Würde ich sagen. Wir können uns ja das jetzt holen. Und einmal so rerollen. Oh, 25 Münzen. Nice. Able, natürlich sehr schwer Nein zu sagen, aber müssen wir. Goathead, naja, oh, der Schnuller, der macht auch Tears ab. Ne, Memories ist Tears ab, ja. Ist auch ganz nett, aber wir suchen den anderen Schüssel. Bitte flieg nicht in die Luft. Bekommen wir mir das Touch irgendwie? Das wäre lustig. Nein. Ist dein Knopf ganz rechts? Ah. Schade, kein Geld gespawnt. Oh, hier ist noch einer. Yeah, Money. Nein. Nein. Und das war's. Da müssen wir Sachen kaufen, um rerollen zu können. Na gut, los geht's. Boss bekämpfen, schön Devil Deal bekommen. Easy going, let's go. So. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Geld spenden, das heißt, es ist ganz okay. Wahrscheinlich nimmt der Automat nur eine Münze. Wahrscheinlich wird der Automat nur eine verdammte Münze nehmen. Ich behalte mal meine Kohle. Ah, der kommt immer hier, ne? Irgendwie. Also der kommt... Na gut, nicht immer, aber sehr oft. Wenn es um Devil Deal geht. Nice. Perfekt. Und ich würde sagen, wir gucken noch hier rein. Aha. Interessant, interessant. Keine Gelder bekommen. Ich lasse den Rest mal liegen und den Rest spenden wir einfach mal. Da ist noch eine Münze gewesen. Die hole ich mir. Yes. Okay. Rein hier. Okay. Und jetzt bekämpfen wir mal Ultra Greed. Natürlich haben wir jetzt leider nicht unsere Dingsbumskirchen. Ah, komm hier, Monstro. Bam, 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 bam. Bam. Und bam. Na komm. Du darfst ihn töten. Du darfst ihn töten. Warte, wo ist der hier? Unser Dry Baby. Minus 400 Damage, Alter. Leck mich fett. Wann machst du so viel Damage? Okay, und jetzt kommt Ultra Greedo. Leider natürlich ohne Midas Touch, weil so kann man ihn einfrieren und dann one-hitten. Also weghauen einfach. Was jetzt natürlich nicht so gut funktioniert. Aber Hauptsache, er spawnt ziemlich viel Kohle. Okay. Wir müssten einmal aufhören zu schießen. Dann stirbt er schneller. La, la, hört auf fliegen. Hört auf damit, ihn zu nerven. Und let's go. Will mal schön ein bisschen warten. Hält auch nicht so viel aus wie Hasch.
Oh. Au. Aber das Item, was wir haben, sieht halt exakt aus wie sein Kopf, ne? Okay. Oh, der hat ganz viele Münzen gefressen. Da wird er ganz rot und wütend. Und er ist tot. Sehr schön. Können wir, guck mal, hier, man kann ihm weiter... Oh, My Shadow haben wir ja freigeschaltet. Sehr schön. Guck mal, man kann ihm weiter hier Leben abziehen, nur so nebenbei, ne? Eigenartig auf jeden Fall. Komm, wie viel nimmt das? 2, 3, oh, schon viel mehr. 3, 4. Komm, nimm alles. Du gieriges Stück, du. Schalten wir noch ein paar Sachen frei. Und das war's. Leider, leider war's das. Ja, was kann man noch mit ihm machen? Spawnt er Geld? Nee, ne? Die Fliegen greifen ihn auch nicht an. Hm. Wenn man raus und rein geht, verschwindet er auch. Warten und angreifen. Wieder warten und angreifen, weißt du, vielleicht muss man ihn nochmal töten. So. Er funkelt doch, er reißt auch seinen Mund auf, als müsste man da etwas reinwerfen. Hm. Ja, ich weiß sonst nicht, was wir tun sollen, Leute. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Keine Ahnung. Bringt nichts. Tja, was für ein abgefuckter, geiler Run, oder? Würde ich sagen. Nee, passiert nichts. Ich kann ihn auch mit Karten immer wieder abwerfen. Mit Chaos-Karten und dann stirbt er immer wieder. Das ist lustig. Aber so stirbt er jetzt nicht, oder? Einmal noch, komm, die letzte Salve. Und Feuer! Ich geh jetzt in die Kiste. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und ich würde sagen, das war ein geiler Run. Bis zum nächsten Mal. Euer Harley. Yay! Wo ist der Ausknopf? Da ist er.